herzlich willkommen zu einem neuen Video der Firma Motorenzimmer. Mein Name ist Jean-Pierre Zimmer und heute gibt es Motorenbau-Content. Richtig trockenen Motorenbau-Content. Also heute geht es nicht irgendwie um irgendwelche großen Schäden oder irgendwie so, sondern wirklich, wie baue ich einen Motor zusammen? Gar nicht mal komplett, sondern einfach mal gebündelt, was relativ schnell schief laufen kann, wenn man zum Beispiel sich Teile vielleicht aus dem Internet bestellt und einfach mal so einen Motoraufbau selber machen will. Und das anhand eines Beispiels von einem M113 Motor, weil ich glaube, dass diese M113 Motoren für euch da draußen auch wirklich interessant sind. Also wir hätten jetzt auch einen M177 Motor nehmen können oder 156. Das ist aber nicht die breite Masse. Ich will euch wirklich einen Motor der breiten Masse zeigen. Und dieser Motor ist ja auch analog eigentlich zu dem M112. M112 ist der 6-Zylinder, M113 ist der 8-Zylinder. Und wie gesagt, hier sind einfach nur 2 Zylinder mehr dran beim M113. Weil wir haben diesen Motor in der Werkstatt. Der Motor ist Baujahr 2001 oder Ende 2001. Hatte 270.000 Kilometer gelaufen, Axel? Ja. Und ist wirklich in einem hervorragenden Zustand nach der Laufleistung. Das kann man wirklich so sagen. Der mechanische Zustand dieses Motors ist wirklich, kann man eigentlich fast sagen, einwandfrei, oder? Ja, aber er war sehr stark mit Ölkohle versetzt, ne? Mussten sehr viel sauber machen, genau. Einweichen lassen. Und vor allen Dingen alle Gummidichtungen, ne? Absoluter Klassiker, Baujahr 2001, ich meine, das sind jetzt inzwischen auch 22 Jahre knapp. Und da sind die Gummidichtungen halt kaputt. Und das ist auch eigentlich der Grund, warum dieser Motor oder das Fahrzeug bei uns war. Das Fahrzeug ist hierher gekommen, wir haben den Motor ausgebaut. Der Kunde hat jetzt diesen W210, also alte E-Klasse, im Karosseriebau weitergebracht. Und jetzt wird da ein bisschen Karosseriebau gemacht und wir machen Motorenbau. Und das ist wirklich interessant, weil jetzt haben wir, der Motor ist jetzt zerlegt. Du kannst ja ein paar Bilder einblenden, Lukas, wie der Motor halt komplett ausgesehen hat. Und jetzt haben wir den Motor hier halt bei uns im Motorenbau. Und jetzt sieht man erstmal so die Sachen, die vielleicht nicht ganz so schön sind, mal so ein bisschen ja, gesammelt. Ne? Und ich würde sagen, ja, wir bleiben mal bei den Gummiteilen. Axel, du hattest diesen 1,22 € Dichtring? Bei deiner linken Hand. Ah, okay, perfekt. Also, es gibt ja von mir ein Video, das nennt sich 1,22 € Dichtring, weil das für mich der dramatischste Dichtring bei diesem Motor ist. M112. M113, M272, das ist der V6-Sechszylinder und M273, das ist der V8. Und diese Dichtringe sitzen hier vorne im Steuertrieb. Ja, die sitzen hier drin und diese Dichtringe quellen unter Umständen auf. Ich zeige euch das mal anhand des neuen Dichtrings. Hier seht ihr auch die Teilenummer, machen wir kein Geheimnis. Also für die Leute, die jetzt mal gucken wollen, ob diese Teilenummer auch bei sich verbaut ist, das ist der neue Dichtring. Guckt mal. Der sitzt da drin, wie ein Dichtring drin sitzen muss. Absolut perfekt. Also die Passqualität von Mercedes ist wirklich hervorragend. Und das ist der Dichtring, den wir rausgeholt haben. Also ein Vielfaches größer. Und ihr seht, der ist richtig hart. Ne? Der hat richtig Formstruktur, der ist hart. Ja? Der passt hier super rein. Wenn man jetzt sogar noch ein bisschen Dichtmasse drumherum macht, ne? Ihr seht noch die Reste der Dichtmasse, die haben wir extra dran gelassen, dass man hier ja, eine Abdichtung schaffen kann. Und dann passiert Folgendes. Diese Dichtringe quellen auf. Und werfen dann wirklich eine Falte und dann fallen die wirklich ins Kühlsystem rein. Und ich habe es schon ganz oft gehabt, ich habe ein paar Kumpels gehabt, die ganz viel M113 schrauben. So ein Quatsch, was du da erzählst. Mit den Dichtringen, das habe ich eben noch nie gehabt. So, und dann letztens mal einer Kumpel, oh, ich glaube, mein Kühler ist kaputt, da ist die Zylinderkopfdichtung irgendwie ganz, ganz seltsam. So, und dann hat er seinen Motor zerlegt. Und dann schickt er mir auf einmal ein Foto, ich muss mal gucken, ob ich das Foto finde, wie er dann hier, jetzt habe ich den da reingeworfen, wie er dann auf einmal den Dichtring unter der Zylinderkopfdichtung rausnimmt und mir dann das Foto schickt und sagt, Pierre, du hast doch recht, die Dichtringe quellen wirklich so auf und verkrümeln sich dann. Ja, also, das ist eins der Punkte, warum man wirklich so einen Motor halt überholt. Dann haben wir natürlich auch noch andere Faktoren. M272 hat das auch ganz extrem. Das ist, wir haben hier ein gummiertes Zahnrad. Und diese gummierten Zahnräder, auch die quillen teilweise auf. Und teilweise lösen sich hier auch von diesen Zahnrädern hier so Kunststoffteile halt ab.
Das ist auch nochmal so ein, ja, ich nenne es jetzt mal Geräuschschutz hier. Und diese Teile lösen sich halt ab und meist findet man die tatsächlich auch vor der Ölpumpe. Ja? Und so geht das dann halt wirklich weiter. Hier sieht man das auch, wie schön aufgequollen das ist. Und so geht das natürlich Stück für Stück weiter. Dass so ein Motor dann auch irgendwann mal Öl verbraucht, weil diese Ventilschaftabdichtung, jetzt ist die Frage, Lukas, was meinst du, wissen die Leute, was, wo eine Ventilschaftabdichtung sitzt? Die Frage ist halt, ob die Leute wissen, was eine Ventilschaftabdichtung ist. So, also ich mache mir jetzt hier ein Beispiel mit einer Ventilschaftabdichtung. Das ist jetzt ein 6 mm Ventil. Ja, da ist auch mal richtig was schief gegangen hier, könnt ihr mal gucken. Da ist im Prinzip was ausgebrochen. Das ist übrigens ein M156 Ventil. Ja? Kommen wir später drauf, irgendwann mal machen wir da vielleicht auch mal ein Video zu M156 Motoren mit verschiedenen Schäden. Also das ist die Ventilschaftabdichtung und die dichtet im Prinzip, das Ventil wird ja betätigt, geht hier hoch und runter und diese Ventilschaftabdichtung dichtet das ab. Und wenn die Ventilschaftabdichtung, wenn das Gummi hart wird, das ist nämlich hier extrem hart, dann verbraucht ihr im Prinzip auf der Einlass- oder auf der Auslassseite, meist auf der Einlassseite, Öl. Deswegen muss man die halt nach über 22 Jahren auch mal wechseln. Wo wir schon beim Thema Ölverbrauch sind, ist eigentlich das auch ganz interessant bei diesem Motor. Der Kunde hatte auch so ein bisschen über Ölverbrauch geklagt. Und das ist zum Beispiel hier der Ölabstreifer. Und hier sehen wir, jetzt müssen wir mal gucken, ob wir das so ein bisschen abgewischt kriegen. Ja, das geht gut. Das geht gut hier. So, das ist der Ölabstreifer hier. Und hier sehen wir wirklich so eine Aufkrustung hier an verbrannten Ölrückständen. Ja, und dann ist es halt so, dass der Kolben über den Kolbenring, ne, also wenn wir jetzt hier einen Kolben haben, sitzt ja der Kolbenring, das ist der Ölabstreifer jetzt hier, ne, mit dem Spannring sitzt zusammen hier und dann verbraucht man über den Kolben als solches Öl. Ja, der Kolben ist jetzt hier schon gereinigt, der ist im Prinzip einbaufertig und jetzt kommen da neue Kolbenringe drauf. Und auch das ist ganz wichtig. Und auch ein Tipp wirklich für die Leute, die das echt mal selber machen wollen, so einen Motor überholen, ist eigentlich auch kein Hexenwerk. Ja, immer mal so einen Ölabstreifring zerbrechen. Und das ist jetzt hier der Kompressionsring und nicht der Ölabstreifring. Und wirklich die Nuten sauber machen. Also vorsichtig hier durchgehen, dass hier wirklich die Nuten gereinigt sind, sodass der neue Kolbenring auch wirklich gut arbeiten kann. Dann vermisst man auch noch das Spiel, das sogenannte Höhenspiel des Kolbenrings und kann hier drüber gucken, wenn man jetzt mit einer Fühlerlehre dazwischen geht, ob der Kolben als solches verschlissen und ausgearbeitet ist. Ja, auch das haben wir gemacht, ist alles im Rahmen und das nach über 270.000 Kilometer für mich wirklich eine hervorragende Leistung und ich muss auch ehrlich sagen, ich habe das nicht so gut erwartet am Anfang, dass wirklich der Motor in so einer guten Verfassung ist. Aber guckt euch das an hier. Also auch der Ölabstreifer, das die Oberseite und das ist die Unterseite. Und ihr seht hier überall Ölkruste drauf und deswegen kommen die Kolbenringe neu. Das sind die Hauptlager, um die geht es gleich noch hochdramatisch eigentlich, weil die können euch einen Streich spielen, das ist wirklich nicht gut. Aber guckt euch diese Hauptlager an, da muss man echt sagen, also das sind wirklich Hauptlagerschalen, so vom Verschleißbild bzw. vom Bild her als solches, vom Tragbild, die würde ich sogar wieder einbauen. Die sehen technisch absolut einwandfrei aus. Nur jetzt überlegt mal, was passiert, wenn ich diese Lagerschalen wieder einbauen würde. Ja, dann heißt es ja, die waren da 22 Jahre drin, der Wagen ist 270.000 Kilometer damit gefahren, der Herr Motorenzimmer, der hat die da wieder eingebaut. Ja, dann fallen andere Leute aus allen Wolken. Deswegen geht es halt vom Prinzip her nicht, aber technisch einwandfrei. Bei der Pleuellagerung, guckt mal, hier hat Axel hier ausgebaut und hat sie mir hier so hingelegt. Bei der Pleuellagerung sieht das ähnlich aus, bis auf so ein, zwei Pleule. Jetzt guckt euch das hier mal an. Also es sieht eigentlich alles gut aus, bis auf diese zwei Lagerstellen. Jetzt fragt ihr euch, warum die dann ein Loch drin haben, da komme ich auch noch mal gleich zu. Ja, auch die Pleuellagerstellen sehen für 270.000 Kilometer wirklich hervorragend aus. Also wirklich top Job an der Stelle, ja, wie das damals im Werk eingestellt wurde. Wenn wir jetzt hier beim Lagerbild sind, können wir eigentlich auch mal bei einer Sache bleiben. Ihr seht jetzt hier so ein bisschen, hier diese Lagerschale, ich nehme die mal ab, die ist jetzt hier so ein bisschen einseitig
ja, ich sag mal, ich will nicht sagen verschlissen, das ist falsch, ja. Jetzt könnte man sagen, ah, wer weiß, vielleicht war das Pleuel da etwas krumm. Ja, also wenn das Pleuel schief wäre, ja, also wäre hier verbogen, dann würde das auf dem Kurbelwellenzapfen, würde halt die Pleuellagerschale einseitig verschleißen. Und damit das nicht der Fall ist, gibt es dafür eine relativ einfache Prüfmethode. Axel, hast du hierfür mal eine 10er Nuss? Kann ich da einmal gegendrehen? Jawohl. Ich will jetzt nur einmal gucken, einmal gegenchecken, die jetzt auch einigermaßen fest sind. Jawohl, das reicht mir. So, und das prüft man, also das kann man halt 3D, beziehungsweise nicht 3D, das kann man jetzt auf dem Messtisch vermessen, aber es gibt natürlich auch so ganz einfache Prüfmittel, dass man hier, das steht normalerweise bei mir im Motorenzimmer, da hält man im Prinzip gleich eine Leere dran. Jetzt spreizen wir das hier mit, ja. Dann nehmen wir den Kolbenbolzen, ja, genauso wie es im Prinzip ja auch im eingebauten Zustand ist. So. Und dann können wir hier, Lukas, du musst mal zu meiner linken Seite gehen, dann können wir es hier mittels Leere, die kommt dann hier drauf, müssen wir so ein bisschen einrichten, das Ganze. Ja, das sieht ganz gut aus. Jawohl. Dann können wir hier mittels Leere und Lichtspalt, wir haben jetzt hier keinen Lichtspalt, weil das Pleuel gerade ist, wir haben auch schon alle überprüft, können wir jetzt hier mittels Lichtspalt gucken, ob das Pleuel krumm ist. Wir können das Pleuel aber auch auf Verdrehung überprüfen, indem wir jetzt das Ganze umdrehen und dann gucken, ob wir so einen Verdrehfehler haben. Das haben wir bei allen Pleuel nicht gehabt. Also von daher war das völlig in Ordnung. Und wie gesagt, das Verschleißbild nach 270.000 Kilometer absolut einwandfrei. Ich bin damit voll zufrieden. Damit das Verschleißbild auch wieder so aussieht, bedarf es natürlich eines korrekten Lagerspieles. Und das mit dem Lagerspiel, und das ist auch das, was wir hier immer wieder erfahren, und das ist auch das, was Axel hier mehr oder weniger erfahren hat, weil Axel schraubt den Motor und teilweise bestelle ich einfach schon mal im Vorrein dafür Teile, so wie das eigentlich auch jeder machen würde. Wie ihr wisst, Teile ist immer nicht ganz so einfach und auch an Teile zu kommen. Und da gibt es bei Mercedes-Motoren an sich immer die Eigenheit, schon seit vielen, vielen, vielen Jahren, dass es verschiedene Lagerschalendicken gibt. Ich meine nicht eine Lagerschalendicke, weil man so eine Kurbelwelle überholt. Ja, wenn man so eine Kurbelwelle überholt, dann schleift man die Lagerstellen. Ja, dann geht man wirklich hin, wenn so ein Lager gefressen hat und das kommt wirklich auf eine Schleifmaschine, da läuft hier eine Rundschleifscheibe und schleift wirklich von der Kurbelwelle mal eben so ein Zehntel Millimeter ab und dann braucht man eine dickere Lagerschale. Das meine ich nicht. Ich meine wirklich, weil in diesen Blöcken, jetzt komm mal her, Lukas, in diesen Blöcken sind halt Kennungen eingeschlagen. Klar, steht jetzt hier Lagerbock 1, 2, 3, 4 und 5, gar keine Frage, aber auch hier stehen Blockkennungen und hier stehen auch, und jetzt muss ich mal gucken, wo sind die Einschlagkennungen, auch hier gibt es noch Einschlagkennungen. Und diese Einschlagkennung zusammen mit einer Kennung, die im besten Fall hier vorne drauf steht. Guckt mal, rot, und dann muss ich jetzt einmal gucken, also R, G, R, G, R, und das war es im Prinzip auch, weil wir fünf Lagerstellen haben, die sagen irgendwas. Die haben einen Code. So, und dann habt ihr halt den Code hier im Block. Und wenn ihr eine Codetabelle habt, wisst ihr, welche Lagerschalen ihr braucht, um hier das korrekte Spiel einzustellen. Wenn das neu ist. Wenn das neu ist. So, und jetzt komm mal eben mit. Jetzt zeige ich hier mal ein paar Sachen. Wir haben ja jetzt eben diese verschiedenen Codes gehabt. Und das ist jetzt hier zum Beispiel, das habe ich mir mal hier ausgedruckt, haben wir hier das R und das R steht für rot und das Ganze macht einen Bestellindex auf. Und dieser Bestellindex, der dann aufgeht, sagt, ja, also wir wollen Hauptlagerspiel von 300stel Millimeter bis 5,200stel Millimeter haben. So, und dann brauchen wir halt die richtige Lagerschale dazu. Und jetzt kommt der ganz gefährliche Punkt, wovor ich euch warnen will, wenn ihr selber Motor überholt. Jetzt muss ich einmal gucken, die habe ich gar nicht hier. Wenn ihr Zubehörlagerschalen bestellt, was meint ihr denn wohl, was für eine Lagerstelle kommen würde? Genau,
Keine Ahnung. Das ist eigentlich ganz einfach. Die Standard-Lagerschalenfarbe bei Mercedes ist blau. Blau ist eigentlich die Lagerschale, wo man sagen würde, die kann man nehmen, die passt, die ist wunderbar. Und jetzt guckt mal bei Einschlägen, die Lagerschalen liefern. Da ist die Standard-Lagerschale blau. Und im Zubehör kriegt ihr meist auch nur die blaue Lagerschale zu kaufen. Und das Gleiche haben auch wir erstmal gemacht, weil wir die hier tatsächlich sogar tatsächlich nur auf Lager hatten und haben die blauen Lagerschalen da reingemacht. Und dann haben wir gemessen. Folgendes. Guckt mal hier. Ich will das euch mal eben zeigen. Das sind übrigens nur Blätter. Die haben wir immer als Dokumentation dabei liegen. Und vor allen Dingen, wir müssen das Ganze hier halt auch aufschreiben. Und dann haben wir die da reingesteckt, die Lagerschalen. Und dann hatten wir 500stel, 5,500stel. Also, ich sag mal so, am oberen Lagerschalen-Spiel. Ne? Wenn wir jetzt nochmal gucken hier. Hier sind die Vorgaben. Hier steht sogar 26 bis 500stel, wären wir ja jetzt hier schon auf 1, 2, 3 Stellen, wären wir jetzt schon raus. Und das ist schlecht. Warum ist ein großes Lagerspiel schlecht? Weil wir einen schlechten Öldruck haben. Ja? Die Lagerschale wird ja mit Öldruck versorgt und die Kurbelwelle wird durch das Öl in der Lagerstelle gelagert. Jetzt zeige ich euch das mal, wie das aussieht. Das ist ja so eine Lagerstelle. Ja, und hier in der Mitte sitzt jetzt die Kurbelwelle. Und wenn wir Öldruck haben, dann ist die Kurbelwelle schön auf der Mitte gelagert. Alles ist gut. Und dafür braucht man genau definiertes Spiel. Ist das Spiel zu groß, dann haben wir das Problem, dass zu viel Öl über die Lagerstelle verloren geht und wir einen zu geringen Öldruck bei geringen Drehzahlen haben. Das ist nicht gut. Dadurch könnte auch ein Lagerschalenklappern bzw. ein Motorklappern kommt von Hydrostößeln. Da könnte ein klappernder Kettenspanner herkommen, der rasselt. Ja, also es ist eine Vielzahl von Symptomen, die dann auftauchen können. Und man muss halt wirklich ein gutes Lagerspiel haben. 500stel wäre jetzt nicht dramatisch viel, aber wie gesagt, wir sind nicht in der Range. So, und jetzt gibt es von Mercedes, Lukas, dann müsstest du jetzt auch nochmal herkommen, gibt es halt verschiedene Indexe und diese Indexe, jetzt zum Beispiel blau ist wenig Lagerspiel und violett wäre das größte Lagerspiel. Und jetzt ist es sogar hier so, dass wir, und wir haben die roten Lagerschalen dann bestellt, wir haben die roten Lagerschalen eingebaut und das Spiel war, Axel, das war sogar, okay. Das war das, ja, genau. Genau, guckt mal hier. Jetzt habe ich sogar gerade nicht hundertprozentig das Richtige erzählt. Wir hatten dann die roten Lagerschalen verbaut. Und da lagen wir schon mit dem Spiel an der Obergrenze. So, also das, was vorne drauf steht. Und haben dann noch, und dann gibt es noch mal einen Hinweis, bei wirklich hohem Spiel, lila Lagerschalen, beziehungsweise stimmt gar nicht, violett Lagerschalen zu nehmen oder weiß Lagerschalen zu nehmen. Und erst dann, nachdem wir die dann verbaut hatten, haben wir dann das korrekte Lagerspiel gehabt, schön mittig drin. Wie gesagt, wir sollen zwischen 26 und 50 liegen und liegen dann schön mittig drin im Lagerspiel. Ja, und wie gesagt, das nur mit Originallagerschalen. Und das ist, ich denke mal, das ist für euch da draußen wirklich wichtig. Jetzt nochmal so ein bisschen zur Verständnis hier. Jetzt haben wir eine Lagerstelle 52. Gucken wir mal. Warum 52? Hier ist die Mercedes-Teilenummer und zum Schluss ist eine 52. Also ist das Lagerstelle Bestellindex blau. Jetzt gehen wir hier mal drunter und jetzt messen wir mal die Lagerschalendicke. Ihr seht ja hier blau. Jetzt messen wir das mal. Das ist übrigens, hier vorne sind die Millimeter, hier sind die Zehntel Millimeter, hier sind die Hundertstel Millimeter, hier sind die Tausendstel Millimeter. So, jetzt nullen wir das Ganze mal. Ja, jetzt habe ich ein bisschen schon doll draufhauen lassen. Richten das Ganze aus. Jetzt haben wir sogar ein Minus. Ja, passt schon so. Ja. Vielleicht können wir nochmal nullen. So, jetzt sind wir wirklich bei einer relativ, ihr seht schon, hier sieht man so ein paar Unterschiede, eine relativ dünnen Lagerschale. Und jetzt gucken wir mal, jetzt hätten wir noch 56. 56 wäre jetzt eine rote Lagerschale. Jetzt nehme ich mal eine rote Lagerschale raus. Jetzt gucken wir mal auch wirklich, ob die dicker ist. Also nur anhand der Lagerschale. Gut, das ist jetzt ein Oberteil.
Eben hat ein Unterteil gemessen. Wir wollen jetzt auch mal auch gleich bleiben. Ja, nicht, dass ihr jetzt sagt, ja, der nimmt jetzt eine andere Lagerschale. Nein, ich nehme wieder eine blaue, guck mal. Ich null das jetzt nochmal, auch auf der. Auf ein Tausendstel gleich die blaue Lagerschale zwischen oben und unten. Auch sehr bemerkenswert im Übrigen, diese Fertigungsqualität. So, jetzt nehmen wir hier diese rote Lagerschale. Jetzt gucken wir mal. Ach, guck mal. Die Lagerschale ist tatsächlich dicker. Und das um fast 2,5 Hundertstel Millimeter. Und das müsst ihr euch jetzt vorstellen, das Ganze oben und unten, weil Anfangsspiele hatten wir von 70, war das, ne? Ja, teilweise bis zu 700 Hundertstel Lagerspiel. Das wäre wirklich zu viel gewesen. Und weil dann kann das Pleuellager unterversorgt werden, weil die Kurbelwelle vom Hauptlager versorgt halt wirklich die Pleuellagerstellen. Da gibt es eine Kreuzbohrung bzw. eine Schrägbohrung und versorgt das Pleuel. Also an der Stelle wirklich Lagerspiel vermessen mit einem Innenmesstaster ist wirklich essentiell wichtig. Also wirklich, wirklich essentiell. Eigentlich wollte ich euch das zeigen, aber ich glaube, das sprengt echt den Videorahmen, weil jetzt müssten wir nochmal, die Kurbelwelle ist jetzt hier wirklich final schon verbaut und wir haben auch die Kurbelwelle an den Lagerstellen einmal übergeleppt. Lukas, kannst du auch nochmal einblenden, Lagerstellen überleppen. Das machen wir in unserer schönen Weiler-Drehbank. Da wird die Kurbelwelle eingespannt und dann werden die Lagerstellen wirklich einmal eigentlich nur poliert. Also den Dreck einmal aus der Lagerstelle rausgeholt und man nimmt da so gesehen gar kein Material ab. Ja, dann geht man, wie gesagt, geht man einmal hin, ja, nimmt im Prinzip die Kurbelwellendicke mit einer Bügelmessschraube auf, dann geht er halt hin und stellt euren Innenmesstaster ein, ja, und dann geht er in die Lagerstelle rein und vermisst im Prinzip die Dicke der Lagerstelle. Und dann könnt ihr das Lagerspiel einmessen. Dieses Werkzeug, ja, hier so eine Mito Toyo auf ein Tausendstel Messuhr und ein Innenmesstaster, hat natürlich keiner zu Hause. Und wie man das noch machen kann, und das haben wir tatsächlich das erste Mal gemacht. Also ich habe immer nur diesen Weg benutzt, weil ich immer Zugriff auf dieses Werkzeug hatte. Aber Axel und ich haben das jetzt auch mal ganz anders gemacht. Wir haben das mal gegengeprüft. Auf eine ganz billige Art und Weise. Und das zeige ich euch mal. So, da gibt es nämlich eine relativ bezahlbare, was heißt relativ? Also es kostet halt kein Geld. Ich glaube, das sind 15 Euro. Und das nennt sich Plastigage. Also keine Werbung an der Stelle, aber ich war wirklich beeindruckt davon. Ich weiß, in der Lehre hatte mein damaliger Chef, hatte das einmal ein, zwei Mal gemacht bei Motorrädern. Ja? Grüße gehen raus an Harald. Den müssen wir auch mal besuchen. Ist auch so ein Story für sich. Ja, also hier seht ihr im Prinzip so einen Plastigate-Streifen. Da knibbelt ihr euch hier so ein Stück ab, ja, wie so eine kleine Wurst. Und legt die im Prinzip auf die Kurbelwelle. Ja, also das würdet ihr jetzt hier so nehmen. Würdet das auf die Lagerstelle hier packen. Dann würde jetzt in dem Fall das Pleuellager darüber kommen. Und dann würde sich, dann schraubt ihr das wirklich fest zusammen mit dem korrekten Drehmoment. Und dann, guckt mal, dann drückt sich das Ganze hier breit. Toll. Dann schraubt er das wieder auseinander und dann habt ihr hier so eine kleine Prüflehre. Und anhand der Prüflehre könnt ihr jetzt das Spiel ablesen. Ist jetzt nicht die absolute Supermessung und ist auch eine indirekte Messung. Und ich war da eigentlich auch relativ skeptisch. Aber Axel, wir haben ja eigentlich das Ganze für gut befunden, oder? Ja, also bis auf so 5000 oder sowas, relativ genau, muss man sagen. Genau. Und also, das kann man so machen. Und ich war wirklich eigentlich beeindruckt von der Genauigkeit. Im Motorsport hätten wir sowas natürlich nie genommen. Aber ich denke mal, für denjenigen, der so einen Motor mal zu Hause... Axel pult das jetzt schon schnell darunter, weil er schon Angst hat, dass das im Motor bleibt. Ist auch genau richtig, was er macht. Ist das auf jeden Fall eine Messmethode, die man für 15 Euro, glaube ich, wow, jetzt habe ich das alles geknickt da drin, die man auf jeden Fall als Überprüfung nehmen sollte. Weil, jetzt mal ganz ehrlich, Axel, hättest du das gedacht, dass das mit den blauen Lagerschalen, dass das so schief gehen kann? Nee, gut, wäre nicht im Prinzip nicht schief gegangen. Größer ist ja noch besser als zu eng. Wäre es nachher zu eng gewesen, genau, hätten wir ganz andere Probleme. Die Thematik gibt es natürlich auch noch. Ne? Also das andersrum mit viel Spiel ist es noch gut, gesund. Mit wenig Spiel ist es natürlich wirklich negativ. Und ihr seht auch schon, wenn er mal hierher kommt,
Axel und ich haben natürlich das Ganze auch wieder hier so ein bisschen ausufern lassen. Manchmal, und hier steht ja jetzt verbaut, also Axel hat jetzt die Lagerschalen rot und lila, was ja eigentlich violett ist, verbaut. Und ihr seht auch mal so einen kleinen Unterschied. Das ist die Senkrechte, die gemessen wurde. So, und dann 45 Grad zum Einlass, 45 Grad zum Auslass macht man normalerweise, ist beim V-Motor schlecht. Und deswegen nennen wir das B1 und B2, also Bank 1, Bank 2. Und da sehen wir im Prinzip so einen Versatz drin. 22 zu 42. Ist nicht hochdramatisch, aber Axel hat jetzt hier markiert, nach wohin wir die Lagerstelle ziehen mit der Schraube, bevor wir das Ganze anschrauben. So, dass wir eine schöne Lagergassenflucht haben, dass sich dann hinterher diese Kurbelwelle, wenn sie angezogen ist, auch schön locker fluffig dreht. Wie gesagt, die ist jetzt noch nicht final angezogen, deswegen nicht wundern, hier fehlen noch Schrauben. Das war wirklich eine Sache, die ich euch unbedingt zeigen wollte, weil da achtet keiner drauf. Es werden Zubehörlagerschalen bestellt, was ja auch überhaupt, da ist überhaupt nichts gegen einzuwenden. Und auf einmal hinterher klappern die Motoren, sowas gibt es nämlich auch im Pleuellagerbereich und im Hauptlagerbereich. Und die Leute sind wirklich ahnungslos und verstehen die Welt nicht mehr, weil sie tatsächlich gutes Markenmaterial gekauft haben, aber der Motor nicht sich so anhört, wie er sich anhören soll. Jo, Axel, gibt es sonst noch was zu sagen? Nö, ist halt auch viel Zeit, was das in Anspruch nimmt, wenn man es vernünftig macht, ne? Aber sonst... Ist halt die Dokumentation, ne? Also das ist halt bei vielen Dingen so, jeder Kolbenring wird halt genommen, die Kolbenringe werden hier reingesteckt. Wollen wir das einmal zeigen, ja, ne? Ja, hast du mal so ein Schlagöl? Können wir hier eigentlich? Ach, doch, drehen wir mal einmal so hin. Das ist auch eine interessante Sache. Holst du mal eine Fühlerblattlehre raus? Oh, hier so ein alter Kompressionsring, hier der zweite Ring zum Beispiel, weil das ist das, was auch kaum einer macht und ist jetzt hier ja, so okay richtig. Nicht auf Anfläche, egal. Egal. So, jetzt machen wir hier ein bisschen Öl in den Zylinder rein. Der Motor hat was für eine Zylinderlaufbahn, Lukas? Alusil. Alusil, völlig korrekt. Warum Alusil? Das Kurbelgehäuse ist ein Alusil-Lithium. Kurbelgehäuse, ist eigentlich auch gar nicht richtig, muss noch mal ein bisschen genauer herkommen, ist so gesehen ein Lokasil-Block, korrekterweise. Das ist also ein Alu-Block, wo in die Mitte beim Guss Lokasil-Buchsen reingestellt wurden, bevor das Aluminium eingefüllt wurde. Und dann habt ihr ein lokale, also deswegen Lokasil, lokale Alusil-Buchse, die dann im Prinzip über ein Ätzverfahren mit Filzleisten, wo das, die Siliziumkristalle halt nach oben geholt werden und das ist dann später eure Zylinderlauffläche. Was hat diese Zylinderlauffläche nicht? Hohnspuren. Weil ein richtig gehohntes Zylinderkurbelgehäuse hat Hohnspuren. Wissen die Leute jetzt, wie Hohnspuren aussehen? Kann ich einblenden. Kannst du einblenden? Oder wollen wir uns eben mal am Rennmotor angucken? Gucken wir uns mal am Rennmotor an. Los, komm mal mit, Lukas. So, hier steht schon mal nächster Rennblock, komplett ungereinigt. Das ist eine völlig korrekte Honung. Das sind Hohnspuren. Also, das eine völlig korrekte Honung, aber auch das, was hier ist, ist völlig korrekt. Und das ist hier so eine seidenmatte Zylinderoberfläche. Ja, auch die Zylinderoberfläche ist korrekt, aber halt ein völlig anderes Verfahren. Hier sind geätzte Hohntaschen. So, jetzt wollte ich euch nochmal zeigen, wie gesagt, Kolbenringe müssen auch überprüft werden. Jetzt kommen die Kolbenringe hier rein und jetzt werden die eigentlich definiert noch nach unten gedrückt. Ah, Axel ist heute gut drauf, der hat das eben schon mal vorbereitet. Das ist sehr gut, der hat auch eine... Axel, wir brauchen das aber auch... Ah, Axel will es jetzt perfekt machen. Der ist genauso wie ich da und das ist auch gut so. Genau. Und das ist auch so ein kleiner Trick, den Axel hier anwendet und das ist auch richtig so. Wenn ihr jetzt diesen Kolbenring hier schräg reinpackt, könnt ihr nicht richtig messen. Deswegen, kleiner Trick, ja, nicht jeder hat da absolutes Spezialwerkzeug für. Macht den zweiten Kolbenring drauf, drückt den runter und dann könnt ihr hier das Ringstoßspiel vermessen. Das ist genau das, was ihr hier misst.
Zylinderlaufbahn reinigen. Das haben wir getan, der ist ja sauber. So, und dann könnt ihr hier reingehen und auch dafür gibt es eine Vorgabe und könnt hier gucken. Ich würde jetzt mal sagen, so 3 bis 4 Hundertstel hat der hier. So, das ist eine 4 Hundertstel Leere, beziehungsweise gar nicht, das ist eine 4/10 Leere. Das ist totaler Blödsinn, was ich gesagt habe. Also 3 bis 5 Zehntel haben die im Normalfall. Die sind auch echt schon ein bisschen verschlissen. Hier sind es eine 5/5 Zehntel Leere und da überprüft er das Ringstoßspiel. So, und jetzt könnt ihr gucken. Ja, jetzt müssen wir gucken. Erste Nut, zweite Nut. Zweite Nut sollte maximal 4 haben, hat jetzt schon 5. Klar, Kolbenringe haben wir ja eben eh schon gezeigt. Kolbenringe erneuern wir. Aber auch das sollte man überprüfen, weil zu eng ist nämlich auch da ganz schlecht an der Stelle. Ja, jetzt haben wir, wie gesagt, das haben wir mal gezeigt. Das Allerwichtigste ist, und das ist das auch, was immer gerne vergessen wird. Ja, hat sich Axel gar nicht mit beschäftigt. Warum nicht? Weil ich gleich eine neue Ölpumpe bestellt habe. M113 ist der Lieblingsmotor von allen, die keine Geräusche mögen. Und das wieso? Weil, kannst du auch an der Stelle einblenden, das ist heute das Einblendvideo. Und das ist das Ölpumpenjaulen. Macht es unten aus der Ölwanne. Das ist ein 12er. Hast du nochmal eine 10er, Axel? Sehr gut. Und dieses Ölpumpenjaulen ist natürlich super nervig. Und ich sag mal so, jeder, der so ein bisschen was von sich hält, der macht bei einer Motorinstandsetzung natürlich eins und der zerlegt halt mindestens einfach mal die Ölpumpe. Oder noch viel besser, wenn die noch lieferbar sind und die kosten nicht atomar Geld, macht man einfach mal die Ölpumpe neu. Ne? In vielen Fällen, jetzt zum Beispiel G-Klasse, sind die Ölpumpen schon gar nicht mehr lieferbar und die jaulen auch gerne. Ne? So G55 Sauger, G55 Kompressor oder beziehungsweise M113 Kompressor, die jaulen mal ganz gerne, die Ölpumpen. Ne? So, und was kann man an der Ölpumpe erkennen? Wie die Ölqualität gewesen ist. Weil bevor irgendwas durch den Motorölfilter geht, jo, jetzt schneide ich ein Riesenthema an, geht es natürlich erstmal durch die Ölpumpe. Weil die Ölpumpe muss es ansaugen. Hier wird es angesaugt, unten in der Ölwanne. Dann gehen diese ganzen Dreckpartikel, die eventuell im Öl vorhanden sind, erstmal durch die Ölpumpe. Dann durch das Ölrückschlagventil, das gucken wir uns auch gleich noch an, hoch ins Ölfiltergehäuse und dann durch den Ölfilter. Im besten Fall. Warum sage ich im besten Fall? Weil ein Ölfilter auch immer ein Umgehungsventil hat. Falls mit dem Ölfilter was nicht in Ordnung ist, dass der Ölfilter überbrückt werden kann. Ein Sicherheitsventil. So, jetzt haben wir hier die Ölpumpe. Und diese Ölpumpe, ihr seht schon, fördert das Öl. Ja, im Prinzip so gedreht sich sogar so rum. Von der einen Seite auf die andere Seite. Das ist unsere Ansaugseite. Das ist unsere Abgabeseite. Hier geht es dann hoch im Block. Wenn ich mir die Ölpumpe halt genau angucke, dann kann ich mir genau angucken, hier aufgrund, die kriege ich, glaube ich, doch, die kriege ich raus. Das Rad müsste ich rauskriegen, so. Das kann ich mir halt genau angucken, wie gut das Motoröl dauerhaft gewesen ist. Ob da Sand drin war, ob da Eisenspäne drin gewesen sind. Und auch das zeigt hier ganz genau, warum es sich wirklich gelohnt hat, diesen Motor zu überholen. Es sind keine Beschädigungen in der Ölpumpe zu sehen. Also das ist wirklich eine Ölpumpe, wo man echt fast überlegen könnte, das wieder so 1:1 zusammenzubauen. Beziehungsweise man würde das Ganze natürlich reinigen. Diese Ölpumpe sieht wirklich gar nicht schlecht aus. Ja, auch die Anlagefläche da unten sieht jetzt nicht hochdramatisch schlecht aus. Hier sehen wir etwas, ja, nee, also eingelaufen würde ich gar nicht sagen. Sehen wir ein paar Laufspuren, doch da schon ein bisschen mehr. Aber für 270.000 Kilometer absolut einwandfrei. Auch vor dem Ölpumpenansaug. Hast du da was rausgeholt, Axel? Nee. Hat man manchmal echt Dichtmittelreste. Also die hätten wir jetzt tatsächlich, das muss man ja echt fairerweise sagen, hätten wir theoretisch drin lassen können. Aber man hat es vorher nicht gewusst. Demnächst ist es nicht mehr lieferbar. Und deswegen werden wir die jetzt auch an der Stelle neu machen. So, und jetzt hier seht ihr, ist hier ein bisschen schlecht, ne?
würde ich euch eigentlich ganz gerne mal zeigen. Hier ist das Ölpumpen- oder das Öldruckregelventil verbaut. Jetzt muss ich einmal gucken. Axel, hast du so einen Pooler? Ja. Nimm mich hier mit Axel sein Werkzeug, ich war gerade am Schrauben. So. So, hier ist das Ölpumpenregelventil, was ich übrigens bei meinen Rennmotoren immer bearbeite. Ah, geht nicht so einfach auf, ne? Das dachte ich mir schon. Ja, geht nicht auf. Also hier ist der Ölpumpenregelkolben verbaut, der dann im Prinzip den Druck regelt zwischen der einen und der anderen Kammer. Der fährt dann hier zurück. Können wir echt, geht nicht so einfach auf, ohne jetzt was zu zerstören, ne? Ne, kriegen wir nicht so einfach hin. Der Ölpumpenregelkolben regelt im Prinzip den Öldruck. Wenn hier genügend Druck vorhanden ist, dann öffnet er, lässt im Prinzip so ein bisschen Druck ab. Ja, das zum Thema Ölpumpe. Also, jeder, der so einen Motor überholt, sollte sich auf jeden Fall die Ölpumpe angucken, dass da nichts schief läuft, weil der Öldruck ist wirklich das absolut Wichtigste. Und wenn ihr mal guckt, hier seht ihr auch schon, dass er richtig viel gelaufen hat, der Motor, weil das Kettenrad von der Ölpumpe schon echt massiv eingearbeitet ist. Wahnsinn, oder? Ihr seht da richtig die Kettenglieder, wie sie da drauf gelaufen sind. Echt schon eingearbeitet. Und auch hier bei dem unteren Kettenrad. Das untere Kettenrad ist gut gehärtet, das sieht gut aus. Das ist das Umlenkrad, das ist das neue Umlenkrad. Und ja, jetzt bin ich gerade noch am Überlegen, gibt es noch eine ganz interessante Geschichte? Zylinderkopf. Zylinderkopf war echt einmalig. Das muss man auch an der Stelle sagen. Also auch da, im Zylinderkopf als solches, wir könnten jetzt nochmal Ventildeckel abschrauben. Axel, machen wir auch einmal kurz. Ich hatte doch da gerade, nee, hatte ich doch hier. Der Zylinderkopf bei der Laufleistung war auch im hervorragenden Zustand. Hattest du nur eine Schraube angesetzt? Ja, oder? Nur zwei eigentlich. Ja. Ah ja, okay. So, die Zylinderkopfhauben sind aus Alu-Magnesium. Und das Magnesium läuft halt immer sehr stark an über die Jahre. Und manchmal sind die Ventildeckel sogar durchgefault. Und manchmal habt ihr Undichtigkeiten. Axel hat die jetzt nur angesetzt, die Ventildeckel, damit da kein Dreck reinkommt. Weil Dreck im Motor wollen wir natürlich nicht haben. Und jetzt guckt mal. Also das wurde halt alles jetzt bei uns in der Teilewaschanlage gereinigt. Ventilfedern haben wir im Übrigen auch neu gemacht. Das ist auch immer so ein Tipp, wenn die Ventilfedern bezahlbar sind und ihr eine Einfach-Ventilfeder habt. Ja, es gibt eine einfache, es gibt eine doppelte Ventilfeder. Und das ist jetzt eine einfache konische Feder. Dann ruhig immer mit erneuern. Jetzt dürfen wir den nicht auf die Seite legen, weil sonst kommen wir auf die Ventile. So, und ja, Ventilsitze sind neu geschnitten. Ventilführungen sind vermessen und waren in einem hervorragenden Zustand. Hätte ich so nicht erwartet. Die Sitzringe einmal kurz nachgeschnitten, alles schick. Und die Planfläche einmal abgezogen bzw. einmal abgeplant. Ihr seht ja hier, was das für ein tolles Planbild ist. Und ja, dann habt ihr wieder einen Motor eigentlich für die nächsten 200.000, 300.000 Kilometer. Ne? Also kann man wirklich sagen, ich würde da jetzt nicht viel Bedenken sehen, da nochmal 200.000, 300.000 Kilometer drauf zu fahren. Klar, M113 bleibt natürlich auch immer der Punkt. Saugrohr auf jeden Fall erneuern, Einspritzventile überprüfen und Katalysatoren gucken. Ne? Das ist natürlich auch immer so ein Riesenpunkt, dass die Katalysatoren in Ordnung sind und dass die Zündanlage klar in Ordnung ist. Ja, ich würde sagen, jetzt haben wir mal wieder 35, 40 Minuten haben wir bestimmt zusammen, oder? Habe ich mich mehr wieder richtig im Motorenbau reingeredet hier. Ihr seht, das Thema ist sehr komplex und ich könnte jetzt hier auch noch 2-3 Stunden verbringen, aber das mit diesem Lagerspiel und der Lagerschalenfarbe und in der Lagerschale mal eben einfach aus dem Zubehör kaufen und da reinbauen, kann ganz schnell schief gehen. Und ich denke mal, gerade hier auch mit diesem Plastigate-Streifen ist das eine Sache, wo jeder von euch das relativ einfach kontrollieren kann, ohne dass da grande Katastrophe passiert und hinterher der geliebte Motor, dem man was Gutes tun wollte, dann auch kaputt geht. Also an der Stelle viel kostenloser Content für euch und ich denke mal ein Mehrwert, den man sonst teuer sich erschrauben müsste, weil Erfahrung kommt von Erfahren, nicht vom Fahren selber, sondern von Scheiße erfahren, weil man halt einfach mal Mist gebaut hat und was kaputt ist und das soll euch halt nicht passieren und deswegen hier einfach meine Wissensteilung. Schreibt mal einfach mal in die Kommentare, ob ihr schon mal einen Motor überholt habt oder ob ihr euch das zutrauen würdet. Und ja, habt eine schöne Zeit.
viel Spaß und freut euch auf viele schöne, frische Videos, weil wir werden einiges ändern hier.